Yo, what up, Peeps? Wie man an der wahnsinnig synchronen Kamera jetzt schon sehen kann, ich muss es ganz gerade nachkommentieren, da in den ersten knapp 20 Minuten mein Mikro keine Lust hatte aufzunehmen. Geil. Ja, auf jeden Fall, wir sind in den Playoffs. In den Playoffs und das Team ist in der Videobeschreibung. Wie die letzten Spieltage eigentlich immer. Wir spielen gegen Shiny, das Matchup ist schwierig. Ja, wir sehen ja schon mal sein Team. Er hat Kramor, G-Max Anaconda, Logok, Frigometri, Idotic und Mimikma. Ja, ich habe Leno mit Lefties, ein relativ physisch defensives, ein Eject Pack, Heatran, ein Peppery Berry, Fokus dann in der G-Max, mit G-Max logischerweise, ein physisch defensives Rotom Borsch, ein speziell defensives Nachtara und ein Fistev. Zwirfins mit der Chesto Resto. Ja. Ja, also wie gesagt, das Matchup ist ein bisschen schwierig, weil er meine Defensive genauso schlecht umspielen kann wie ich seine. Also ich komme unfassbar schlecht durch den Core von Kramer und Milotic durch. Außer mit Rotom und dann hat er noch sowas wie hier Frigometri und sowas, was da wieder abfängt und so. Während er Probleme hat mit Rotom, Nachtara, Zwirfins und Lando. Da meine beiden einzigen Offensiven in diesem Game sind Fokus an und Heatran. Man hätte vielleicht ein bisschen anders bauen können aus meiner Sicht aus, aber das ist ja schon wieder am besten, weil ich immer Probleme mit den Mons wie eben Wolverock und Co. hatte. Also, es ist das gleiche, was ich auch schon mal gegen Shiny hatte. Wenn ich nichts mitnehme gegen Fist, gegen Life Orb, SD, Wolverock im Sand, dann bin ich am Arsch. So, wir sind hier im Lead, Biotic und bei mir Rotom. Ja, für mich war ja erstmal die Idee, ich hier auf den Volt wechsel, weil ich mir relativ gut vorstellen kann, dass hier nicht wirklich passieren wird. Und dann sehe ich erstmal schauen, weil was auf dem Split hat. Ja, ich gehe direkt einfach mal in mein Nachtara, sag ich mal. Der Nachtara muss gewesen sein. Einfach um ihn zu schauen, wie viel Schaden macht er mir, wie viel Schaden mache ich ihm, wie dieses Ding so investet. Einfach mal ein bisschen ausschalten. Die Rollwende kommt. Und bei ihm kommt jetzt Kramor rein, so weiß ich ihn nicht. Da haben wir ihn wieder hergestellt. Ich habe mir gerade in der Cam aufgeschrieben, dass das wieder die Rollwende hat. Immer ein bisschen Übersicht behalten, was ich ganz machen kann, theoretisch. Ja. Er geht in Logok. Ich dachte mir gerade schon, ja, ich kann natürlich immer auf den Tech, auf den Protect gehen, weil ich eh mit einem gechoisten Vogel hier gerechnet habe. Und schauen mal, was er drückt. Hoffen wir natürlich auf den Nahkampf, dass ich den mit Lando einfach abfangen kann, dann einfach so futuren kann. Oder immer High Jump Kick, whatever. Ja, einfach irgendein Kampfmove, weil natürlich in die Hoffnung. Oder vielleicht auch einfach random EQ, falls irgendwas hier, oder falls ich hitten will, oder ein Thumbblitz oder sowas. Na, was sind die Kehrtwende? Folglich kann er hier einfach U-Turn, egal was ich da jetzt reinswitche, was für mich eine relativ blöde Angelegenheit ist. Weil ich den Nachtara nicht hinlassen will, weil mir diese U-Turn auf knappe 40% Schaden machen kann, wenn es ein Element ist. Genau, so werde ich überlegen, ob ich vielleicht in einen Smasher gehen soll. Problem ist, kommt Neotech rein und das bringt mir auch wieder nichts. Also gehe ich hier jetzt gleich in Johnny Silverhand, unser wunderschönes Lemmy. Na. Hier mit dem Tor, das kommt natürlich die Kehrtwende. Die Kehrtwende macht relativ wenig Schaden, logischerweise, weil es die Kehrtwende ist. Auch wenn Lando nach dem Tor. Na, dass ihr euch, übrigens, wie ich es vorhin gesagt habe, das Ganze nachkommentieren dauert jetzt noch 20 Minuten. Wenn ihr es skippen wollt, geht etwa bei 20, 10 oder sowas wieder rein, dann kommt ihr beim normalen Commentary an.
Jo, er geht hier jetzt in Aether, das ist sein Kramor. Einfach das vierte Mal in dieser Saison, dass ich gegen Kramor spielen musste. Zwei Games davon habe ich gewonnen, eins davon habe ich verloren. Oh, wait. Ich hab die Boas ausgegeben. Ja, leider, Kramor. Weiß ich halt wirklich nicht. Na, der Anzug. Hatte Fletcher Kramor? Er geht auf die Mitteln, auf meine Erdanziehung. Das Problem ist, was ich im Teambuilding sich nicht bedacht habe, durch meine Erdanziehung hat sein Akonda jetzt relativ viel Spaß. Aber mein Nenus ist wirklich hier keine Droa drauf und Roter und Wash ist so kein Switch in mehr. Jetzt kommt der Glühkron rein, das ist sein Akonda. Na. Und der hat jetzt natürlich ein bisschen Spaß, weil ich habe auch Serenity nicht dabei. Das Einzige, was ich hier dabei habe, ist mein Proton eben als System. Im UKB ich kriege ihn halt easy. Also ich kann jetzt auch ein bisschen hier reflekten, wie es was man vielleicht machen soll. Ja, er ruft in seiner Kamera zurück. Er ruft den Pokémon, damit er die G-Max rausholen kann. Relativ früh im Game schon, ich glaube, es ist Runde 3 oder so, oder Runde 4. Vorher schon die G-Max raus. Und zwar natürlich jetzt an mir zu überlegen, wie ich dagegen jetzt vorgehe. Weil eben mein Main-Switch-In mit Proton da jetzt nicht reinkommt. Geht hier weiter, also ich gehe auf den Kerbwende. Und hol mein Zwirfins rein. Das ist ja wie gesagt auch komplett für die Stiefen, wie es ist. Jetzt auch wieder schade in der Situation, dass ich nach dem ersten nicht rauswitchen kann. Und so eben die Möglichkeit von hier nennen mit Rot aufzukommen. Wir sehen, es ist relativ ordentlicher Schaden. Macht aber weniger als die Hälfte, das waren es knapp 58 HP, die es den Schaden gemacht hat. Der Sand macht nochmal ein bisschen mehr, das Ding ist auch on Rest und der Sand will manchmal noch ein bisschen mehr. Oder Rest Sandgrab so in die Richtung. Aber wir überlegen das nochmal ein. Und ich kann hier einmal mit meiner Chesto Berry auf den Rest gehen, bin direkt wieder wach und kann danach das Ding burnen. Das war hier auch der Gameplan. Ich habe jetzt hier quasi schon zwei Turns von Xander G-Max ausgestallt. Jetzt haben wir wieder die Chesto Berry, Arasaka und wie in den letzten paar Games etwas zum Start der sagen. Der hat hier im letzten Game vor allem ja richtig geregelt und hier auch wieder dabei, auch wieder am G-Max D9 quasi. Ja, jetzt sehen wir ja auch den Burn, welche das Ding geburnt haben, damit er nicht mehr so viel physisch macht. Hier am Schluss kann man nochmal eine knappe 60 HP machen. Wir sehen deswegen auf 82 runter. Und dann auf 50. Der Burn kommt. Jedoch hat er die Expidermis und ist dadurch direkt wieder raus. Aus dem Burn. Ja, ich krieg hier nochmal Sandkraft Damage. Jetzt war hier meine Überlegung, will ich ihn jetzt abwerfen oder will ich ihn jetzt noch ein bisschen am Leben halten. Mein Plan war jetzt hier nochmal Swissens etwas hochzuheilen, einfach damit ich bei der normalen Match ein bisschen wichtiger sein könnte. Er hat jetzt nicht so viel dabei, was ich groß adapten könnte und wenn ich irgendwas adapte, kann ich es punishen. Das ist nicht das größte Problem. Ich wollte ja einfach nur, dass mein Zwirfins noch ein bisschen am Leben bleibt. Ja. Nur Sandkraft Damage. Erziehung ist wieder weg. Ich könnte natürlich also auch in Rotan gehen, wenn ich rausswitchen könnte. Jetzt will ich halt irgendwas, ich mache hin und kann mich rauswechseln. Von dem her ist es ja natürlich ein bisschen schwierig. Ja. Er überlegt doch, was er jetzt macht, aber nur auf den QG, was er, wie wir gesehen haben, nicht so sein viel macht. Aber er entscheidet sich für den Switch-Out. Ach, kann ich jetzt auch wieder Switch-Outen. Sein Kramor kommt rein. Ich kann das nicht burnen, weil mein Burn. Weil ich noch schlafen werde. Ja, Rotom ist jetzt mein Case hier, das Switch-In. Er kann natürlich einen Schock-Sig mit seinem Kramor. Ich kann den dahingehend vielleicht burnen. Ich kann den als Switch-Out benutzen mit meinem Switch. Ja, wir kriegen aber erst den Taunt ab, also Burn kann ich schon mal nicht mehr.
Also ich überlege, was ich jetzt hier mache. Ich habe mir hier einfach mal auf den Voltwechsel, will schauen, wie der invested ist. Einfach mal ein bisschen die Investments anschauen vom Gegner. Ein bisschen gucken, wo kann ich, wo gibt es vielleicht Schwachstellen gegen mein Team. Das war das, was ich letzten, was ich eigentlich mit dem Team immer gemacht habe, wenn ich mit dem auch ordentlich gespielt habe. Meine Switch Advantage ausnutzen, irgendwelche Switches erzwingen und darauf direkt reagieren können mit Switchouts. Und ja, das ist eigentlich das, was ich auch wieder probiere. Problem ist, der Gegner hat so viel Bulk hier dabei und auch so viel Recovery. Wir sehen ja, Milotic hat genesen und sein Kramer hat auch einen Boost. Relativ viele Mons hier, die nicht hoch auf Chip reagieren müssen, weil sie nicht eben hochrein können. Und auch den Bulk dafür haben, dass sie sich eben hochrein können. Wir sehen das Ding hat einen Bäumhelm, wo er auch kommt. Und damit ist mein World-Switch schon ein bisschen raus. Das ist eben die Sache, die ich vermeide. Ich kann hier, ich muss hier schauen, wie ich da was downgeschickt bekomme für Heaton und Pokusan. Ich gehe jetzt also wieder raus auf Rotom, weil ich hier etwas Probleme bekommen habe, wie ich hier, weil ich hier die Anziehung rausholen wollte. Mein Angriffsding ist leider, das war jetzt ein bisschen blöd. Ja, Frau Hühner kommt, ich kann keine Anziehung machen. Perfekt. Ich bin auch nicht. Ja, ich bin mal rein. Mein Nifty ist wieder, ich bin wieder Full Life. So, ich gehe gleich wieder aus dem Rotom. Ich muss ja auch aus dem Rotom in der Situation, weil das einzige Mon ist, womit ich was gegen Kramer machen kann. Und ich will nicht irgendwie zufällig mal auf den Body-Person was raufkommen. Und der ist langsamer als ich. Jetzt sehen wir es wieder, er braucht nicht in den Turm zum Switch-Out. Er kann direkt wieder darauf reagieren. Ich würde nicht sagen, dass einer von zwei hier gegen die Oberhand hatte, aber es war ein relativ schleppendes Anfangsgame, bis auf die paar Szenen mit der G-Max. Gefühlt jeder Move in diesem Game war entweder Boot-Switch, U-Turn oder Rollwechsel. Oder Rollwende. Jetzt haben wir das erste Mal wieder ein Trigonometry. Wahrscheinlich habe ich mich ein bisschen gewundert, warum das noch dabei ist. Weil ich eben mit meinen Türen da manchmal nach relativ safen Switchen habe und der eigentlich auch immer darauf kommt und böllern kann. Problem war natürlich für das Milotic, dass ich das noch nicht weg habe, damit sonst ist halt die Türen ultra strong. Jetzt war ich erstmal nebenbei am Schauen, ob das Ding irgendwas mit Heatwind machen kann. Ob da jetzt doch irgendwie eine Aquarelle drauf ist, ob das Team plötzlich irgendwie Erdkräfte bekommen hat oder sowas. Ich beim so Nischenmons wie im Pegometer kenne ich mich damit nicht so aus, deswegen wollte ich hier nachschauen, ob das Ding irgendwas kann. Nach meiner Recherche wusste ich, er kann nichts in diese Richtung. Und wir sind ein Sub. Ja. Also, ein Sub, Heatwin geht halt. Und wenn sie, ja, okay, ein Sub, den breche ich halt einfach durch. Da steht halt nach nichts mehr. Ja, dann natürlich schauen, was er jetzt mit seinem Pegometer macht. Dann gibt es einen freien Move, weil jetzt rauswitchen lohnt sich nicht. Er muss natürlich überlegen, wie er jetzt diesen Move benutzt. Diesen einen Free Turn, den er hat. Ob er sich jetzt hier irgendwie diesen Move halt, ob jetzt ein Free Strike kommt, um irgendwie was zu machen. Aber er switchelt sich von direkt raus. Wart gar nicht erst den, seine Dinge ab, sein Sub. Ich habe die Lichtkanone und ja, die macht mich noch nicht viel, aber ein Spezialflop, den ich natürlich hier sehr begrüßt habe. Wenn ich jetzt einen Soarbeam gehabt hätte, ich hätte hier gedrückt. So 100%. Dann habe ich übrigens ein Jetpack plus Hitzekörper dabei, das war vielleicht auch nicht unbedingt das Team, wenn ich hingehe. Das war eben dadurch, dass ich hier, dass ich hier Switches generieren kann gegen bitte. Ja, wie gesagt, mit dem Soarbeam wäre das nicht weg gewesen. In der Situation. Das schmeckt mir absolut nicht. Natürlich muss man auch wieder sagen, ja, wenn du ein Sorbium spielst, kriegst du den Spezialflop nicht, aber das ist ja in dem Moment jetzt irrelevant, wenn ich den Sorbium in dieser Situation gehabt hätte, wäre es nicht vielleicht hoch. So, er hält sich wieder hoch, damit ist der Miotic wieder komplett voll und jeglicher Chip auf Zinger quasi nichts gemacht. Scheiße.
Jeder auf dem Wechsel, es dreht sich ja alles ein bisschen blöd im Kreis hier. Na, Wollwechsel kommt. Und ich gehe raus. In. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ah, ich bin in Panam dann raus, in meiner Tara. Und ja. Haben wir die Rollwände. Ich kann jetzt mal auch wieder Klammer rein. Es dreht sich wie so alles ein bisschen, alles hier im Kreis und irgendwie entwickelt sich nichts, es kommt keine Dynamik rein und ja. Ja, das ist alles so ein bisschen ein Game, mit dem ich relativ schlecht umgehen kann. Weil, ja, das passt irgendwie zu meinem Game besser und es kommt halt wirklich kein Tempo gerade rein hier. Für alle Monster Full Life, wie gesagt. Das ist. Ja, jetzt kommt wieder Logok rein, ich werde wieder tacken. Es lohnt sich halt für mich hier, es lohnt sich für uns beide halt für mich kaum hier irgendwelche riskanten Plays zu machen, weil sie einfach null Effort bringen. Also, wenn ich hier jetzt direkt rausgehe und dann plötzlich auf den Nahkampf gehe, dann bringen wir das ja nicht. Wir können nicht scouten, was er macht. Dann ist eh wieder eine Kehrtwende. Und von der Kehrtwende kriege ich nichts, aber er kriegt wieder was. Und ich hoffe, sie kann mir nicht reagieren, ohne dass es mir wieder schadet. Das ist, wie gesagt, einfach. Na, dann später. Also im Endeffekt schadet mir das, was sein Lorok macht, mehr als das, was ich schon meine Offensive mache. Das ist klar. Aber, trotzdem entwickelt sich hier quasi nichts, weil der Schaden, den dieses Lorok auf das schon mein Lände macht, wird dich nichts bringen. Und der Wechsel halt, wenn wir da raus und zum Beispiel seinen Drama und seinen Multi, whatever. Und es entwickelt sich, wie gesagt, man. Es entwickelt sich quasi nach. Jetzt haben wir Lendo, Lendo mit Rohr. Logo, Kehrtwende. Das struggelt man auch ein bisschen zu schauen, wie man da jetzt irgendwie weitermacht in dem Game. Weil man ja trotzdem irgendwie ein bisschen schauen will, dass man nicht mal down bekommt, dass man mal ein widerliches Mon mal wegbekommt, was einem im Weg steht. Also jetzt zum Beispiel, wenn die 10 Milotic oder Kramer weg wären, das wäre für mich absolut überragend. Vor Milotic. Milotic ist hier sehr im Weg und ja, dann zum Beispiel auch ein Celebi, wenn ich das mitgenommen hätte, nichts geändert, weil ein Kramer da immer wieder reinkommt. Und ich über eine Voltron, über irgendwelche Voltron-Sachen mit Celebi und Rotom zum Beispiel auch nicht groß weiterkommen, weil die sich eh beide wieder in die Suche gehen. Wenn ich da mal falsch kriege. Das ist einfach blöd für mich in der Situation, dass ich hier wirklich keinen Druck nach vorne reinbekomme. Ja, jetzt sind wir hier in der Situation, glaube ich, wo es gleich weitergeht mit meinem Commentary. Jetzt sind die U-Turn und ich gehe aber jetzt in meine Tara. Dann sind wir, glaube ich, gleich schon wieder so weit, dass wir in meine Commentary weitergehen kann. Also ich den Brand mal nach dem V-Switch in meinen Nachtara, so ich weiß. Oder wenn ich noch nicht den Kopf habe, weil ich noch irgendwie einen Switch. Aber ja, hier kommt erstmal der Burn. Ist blöd für mich in der Situation, weil dadurch meine eben weiter Chip bekommt. Ich krieg bei ihm bisher nichts groß angesettes. Habe noch nichts geburnt, ich habe noch nichts getoxiert oder sowas. Ist allgemein eben etwas schwierig, das Ganze. So, jetzt kommt mein V-Switch auf sein Milotic. Und ja, die Hoffnung war auf jeden Fall gerade da, dass ich vielleicht das Ding war schon relativ low bekomme. Eben, man sieht gerade schon der KW bei der Hälfte. Der V-Switch hat am Anfang okayen Schaden gemacht. Wenn wir sehen, was es jetzt ist. Der Wollwechsel kommt. Ich war am Python nebenbei und ja, es macht nichts. Weil ich im Kopf noch den Schaden von dem minus 1, minus 3 hatte. So, dann entlasse ich euch jetzt wieder in das normale Commentary. Ich hoffe, ihr habt noch viel Spaß mit dem Kampf. Ihr seht ja, das Video dauert noch ein bisschen. Ja, gönnt euch und viel Spaß. Hallo. Okay. Ja. Wie man vielleicht gemerkt hat, oder wie ich wahrscheinlich am Anfang des Videos gesagt habe, meine Audiospur ist, mein Audio-Studio einfach nicht aufgenommen. Schau ich einmal nicht nach, ob es aufnimmt. Scheiße gelaufen, würde ich sagen.
Ja, wir sind jetzt in der Situation, dass Ambion gegen Milotic steht. Ich will jetzt einmal Toxic drücken. Wir schauen, was reinkommt. Ich würde einen Getoxic so easy mitnehmen. Finde ich ziemlich nice. Wenn jetzt halt Kramer reinkommt, ist ein bisschen kacke. Hoffen wir, dass Lorok reinkommt. Alter, das ist halt sein Kramer, ja. Scheiße. Ich will jetzt aber, glaube ich, mal einfach in Heatran gehen. Weil erstens kriege ich vielleicht den Burn, wenn er U-turnt. Wenn er taunted, habe ich vielleicht mal ein bisschen Druck wieder dran. Und dann gehe ich auf den Hitzekoller. Und gehe mir die Jackpack in Fokus an. Und dann kann ich mit dem ein bisschen Druck machen. Verhöhnern, ja, sehr gut. Ich habe ja immer einen Milk, ne, und ich auf dem Feld. Ne? Ja, ich habe einen Hitzekoller. Nehme meine Jackpack mit. Ja. Macht da, Medusa kommt. Wir kriegen auch noch guten Schaden drauf. Ich habe ja, wie gesagt, nicht gesehen, wie Schaden der Wiesbisch gemacht hat. Hitzekoller kommt. Das ist guter Schaden. Wir kriegen den Drop und die Jackpack triggert. Wir gehen eine Runde raus. So. Und ich gehe in Sie und werde hier, glaube ich, einfach mal den. Ich würde auch mal in Sieger Sorge. Dann halt voll offensiv. Und vielleicht sehe ich auch letztendlich das Schritt, was er gegen meinen Midrunner so geplant hat. Er ist okay, schon mal schneller. Er macht okay den Schaden. Ich finde natürlich, wird Kramer reinkommen. Frage ist, wie viel mache ich dem? Sollte man nur unschönen Portal-Setzer machen. Zum Beispiel, immer, wie gesagt, sorry, wenn ihr meine Maus mal klicken hört. Lässt sich aber leider nicht anders regeln. Das Ding kommt, okay. Dann soll das mal machen. Ich darf Niedersorger. Jetzt werde ich ihn einfach richtig schön bis zu befeiern. Übrigens machen wir eine Mystical Fire knappe 46% auf Heatran. Auf Kramer. Ja, von Magieflamme, ich bin vorstellen, das Ding, dass ich vielleicht einfach rausgehe. Wenn jetzt schon dass ich nicht hier G-Maxed habe, vielleicht kriege ich irgendwas gehetet. Sonst geht das nicht an eine Magieflamme ab. Würde ich mitnehmen. Lichtschild, okay, ja. Soll er machen, der Bruder. Soll er ruhig machen. Aber coole Idee eigentlich, dass sie sowas überlegt hat gegen meinen Fokus an. Aber ich habe jetzt eh nicht G-Max, ich wusste, dass er irgendwas vorhaben wird. Weil sich immer alle gegen Fokus und irgendwie preppen wollen. Ich werde jetzt wirklich auch mal Betten passen, dass ich wieder ein bisschen Schwung reinbekomme auf Kramer. Und dann werde ich jetzt immer probieren, dass ich vielleicht Druck reinbekomme, wenn Minotik reinkommt. Und ich glaube, ich will vielleicht erstmal in Kramer auf Rotom und. Das Problem ist eigentlich, kann sich ja alles da hoch rein. Das ist ja echt scheiße eigentlich. Wir sind ja in einer absoluten Pattsituation hier. Er geht raus, okay. Ich darf einen Betten pass. Ich könnte natürlich auch mal ein Lando gehen, mal rocken. Das würde ich nämlich ich sehr gerne mal machen, endlich. Weil die Rocks fehlen gerade ein bisschen. Spielgerüstung habe ich jetzt kein großes Problem mit, ich werde nur rocken. Ich will gerade einfach nur rocken. Das wichtigste ist eigentlich, dass Mewtwo wegkommt, weil dann macht halt. Machen wir ein bisschen mehr Action. Also wenn Milo mit Heatwave ist, geht er wahrscheinlich Heatwave durch. Ziemlich, aber macht halt allem guten Schaden. Heißt, wir müssen jetzt mal ein bisschen Chip auf alles drauf bekommen. Auf diesen Box echt dann ganz angenehm. Weil ich denke jetzt auch wieder, dass ich hier Ernstzüge rausholen und gehen in seine Anaconda. Ich hole die Box raus. Wenn jetzt Figomesi kommt, gehe ich auf den U-Turn. Wenn jetzt Figometri kommt, gehe ich auf die Mischung.
Warum mache ich es wirklich? Ich brauche Lando halt noch. Aber wenn er halt jetzt. Er will jetzt Spin, wenn er jetzt ein bisschen geht. Deswegen ist ja eher Support jetzt dabei. Also wir haben es ja bisher gesehen, der hat einen Screen. Der und Recover. Das Ding ist, hier ist, wenn eins von diesen vier Maymons, was von den Monstern, was er jetzt bisher hauptsächlich schon hatte, also Anaconda, Kramor, Philometeo und Milotic. Auf einem, wenn Milotic, Philometeo und Kramor eins droppt, dann habe ich hier richtig gute Freiräume. Hier feist das, okay. Ist das denn jetzt ein Liebfall oder was? Natürlich auch interessant. Ich sehe jetzt nicht, was wir jetzt gegen Lando machen. Wir sind Fist of Lando. Ich werde einmal auf den EQ gehen gleich. Oder U-Turn ich auf, falls jetzt in sein. Oh, nee, ich hier auf den EQ. Ja, EQ kommt. U-Turn kommt. Jetzt wird dann wahrscheinlich jetzt sein Dinger kommen beim Philometeo, ne? Also anscheinend will er das aber nur safe reinbekommen. Okay. Jetzt leider. Okay, gut. Ich verstehe gerade nicht ganz, was er macht. To be honest. Das Lichtschild weg. Auf jeden Fall hat das nicht mehr den Deadplay, sehen wir gerade. Jetzt liegt jetzt nicht auf mehr Anziehung. Das kann ich nicht upset. Ist der Defog? Nur schon mal kill. Was macht der gerade? Will er mich jetzt mit U-Turn downshippen oder was? Ich raff das gerade ganz ehrlich. Ich raff's gerade wirklich nicht. Was macht Shiny gerade? Oder. Ah ne, er wollte den. Ah, okay. I see. Oder warum ist der Lightspeed draußen ist, dass er jetzt hier wieder screenen kann. Das ist alles nicht mehr lower, to be honest. Ich habe meinen Zwirfins, damit ich endlich aus dem Schlaf rauskomme. Habe ich noch eine physische Option hier zu benutzen. Dann kann ich auch mal ein bisschen Poltergeisten hier. Mit allem guten Schaden. Und schon mal ein bisschen was burn. Der Ackel wahrscheinlich die meisten Purpose und Penta die ganze Zeit. Wir sind kacke. Was kommt? Medusa. Okay, kann ich mitleben. Kann ich mitleben. Wenn ich dass ich jetzt safe recovern kann, dann hat er gut gemacht, aber. Ja. Ich gehe jetzt aber auf den Poltergeist, er wird sich wahrscheinlich jetzt hochheilen, weil danach burn ich einfach irgendwas mal. Ach, will ich mir auch was burn. Ja, du müsst auch einfach nur pennen. Genesung, ja passt. Der Ring ist wieder voll. Es wird ein ewig langes Match. Oder ich glaube, oder maybe wenn eins von seinen Mons droppt, dann kann es auch relativ schnell gehen, aber. Dafür muss entweder Milotic weg, Kramor oder Philometeo. Weil das Milotic hält kann jetzt halt Kramor in Schach. Das Milotic hält kann jetzt halt mein Lando in Schach. Das Kramor auch und das Milotic, den mein Heatchen gerade auch hier was machen zu können. Wir machen tatsächlich sehr guten Schaden hier. Da ich jetzt auch mal mit einer das ist einfach gerade eklig. Es ist gerade echt eklig zu spielen hier. Weil ich um diesen Defensivcore gar nicht rumkomme und ich kann hier auch nicht toxen, wenn Kramor reinkommt. Das ist halt echt blöd. Wie der Wasser kommt, okay, er will sich nicht hochhalten. Okay. Passt. Die Double Heat schon, weil es wahrscheinlich wieder sein Dinger reinkommen wird. Vollbände. Oder vielleicht.
Ich hätte toxen können. Oh ne, jetzt hab ich es nicht schneller, ne? Hätte ich nicht toxen können, schade. Hat er hier einen Anaconda, ne? Nee. Okay. Will der mal eine Runde C10 oder was? Ich bin Arasaka. Wenn jetzt ein Feuermove kommt, ist sehr gewagt. Auf den Boden kann er eigentlich auch nicht gehen. Ja, das stimmt, der hat eigentlich. Wahrscheinlich haben wir jetzt eh nicht geschaut, stimmt eigentlich. Hätte ich da drin bleiben können. Ja klar, ich kann nicht sehr drücken. Okay, kommen wir jetzt auch im Nahkampf. Sehr gut. Waldschall, sehr gut. Okay, habe ich richtig getroffen. Der war näher, war klar. Macht nothing. Man kann nicht wissen, dass ich einen Pump-Cup hab. Eta. Den burn ich jetzt. Oder? Ja, doch, ich burn ihn jetzt. Wenn er jetzt mit mir ist, ist mir das relativ egal. Ich will ihn einfach nur burnen. Okay, jetzt sind wir taunt. Mann, ich hasse solche Games, ganz ehrlich. Das würde ich jetzt halt nur beide spielen safe wie sonst was, weil ich einfach keine Möglichkeit habe, anders zu spielen. Und dann hast du wirklich keinen Effort gemacht, da irgendwie 15 Runden. Ist aber nichts. Also, wir spielen hier ab einer halben Stunde. Es ist effektiv nichts passiert. Eisschild. Okay, ich weiß seinen letzten Move. Ich kann jetzt frei wie switchen hier. Er muss raus. Wer drin bleibt, ist auch okay. Ja, okay. Oh nee, wait. Ist er langsamer als ich? Ja, wahrscheinlich ist er langsamer als ich. Was macht denn der jetzt hier? Also, wenn er jetzt taunt, dann gehe ich in Elm Smasher. Wenn er jetzt Iron Head drückt. Wenn ich U-Turn, da fehlt nicht ein Burn mit. Den Heat schon. Wow, okay. Ja. Och, Mann. Wir sind auf den Sack geht. Ich will mal schauen, ob ich die nötige mit dem Aufbauen mache. Weil. Es ist wie das Ding. Ich kann jetzt natürlich jetzt predict, dass er rausgeht. Da gehe ich jetzt in V. Dann ist ein Mutic drin. Hier in Figometry. Ich kann wieder in Heatwind gehen, komme wieder mit Mutic dran. Das ist gerade so eine Kacke hier. Das ist absolut festgefahren, das Ganze hier. Ich gehe jetzt auf eine Earth Power. Ich weiß nicht, wie long Mutic gerade ist. Ich glaube gar nicht, ne? Ah, der ist nicht richtig angeschippt, leider. Kriegt er mal Rocks? Vielleicht waren wir dem ja genug. Oh, wie gerne ich einen Solar Beam hätte. Ich bin ein Spätzle dort. Wahrscheinlich geht er sich jetzt eh hoch und wieder raus. Ich hab den auch drauf, wahrscheinlich geht er jetzt eh auf Rollwände wieder. Und ich will wenigstens Low haben, wenn er auf Rollwände geht. Nee, ist immer okay. Ja. Ich hätte eindeutig Celebin mitnehmen sollen. Und bei Celebin wäre auch wieder ein Kramo hängen. Das war vorhin in diesem Matchup schon so, dass einfach nichts an nichts vorbeikommt. In Panam. Natürlich wieder probieren zu toxen, dann haben wir wieder Kramo rein. Ich meine, war die Scorpion-Mutic gesehen. Ja, Rollwände kommen jetzt mal wieder. Und ich muss aus, weil ich nur Shadows Moves habe. Vielleicht mal irgendwas anderes, kann ich aber irgendwie mal irgendwas toxen oder so. Und wenn jetzt wieder Lore kommt, dann ist eh wieder nur U-Turn. Dolos. Okay. Okay, wir haben immer eine Veränderung, Jungs. Die Frage, was das für ein Set ist.
will es nicht einmal gegen Bob Toxin. Weil, ja, sobald er Steam wird. Das ist kein Foulplay gerade. Ja, mein Johnny Silver Hand jetzt. Das sind die Drohnen, die wir jetzt auch aufhalten müssen, wieder erstmal. Meleno, wie schon gesagt, sehr physisch defensiv ausgelegt, diese Mischer. Okay, Attack Drop nochmal. Er hat einen Zitter auf, okay. Also die Idee von Bo hat er sich übernommen. Der Knutter wird aber tatsächlich nicht so viel machen, glaube ich. Er macht genug. Dann ist er, macht den. Der ganze Zeit hat mir die Hälfte gemacht, ne? Was denkt er jetzt? Er weiß, dass es halt nur die Hälfte gemacht hat. Denkt sich halt, wenn du ab und zu mal auf den Knuddler oder denkt er, ich gehe jetzt raus? Ich will, mein Überlegung ist nämlich gerade, ob ich aber in Panam gehe, weil jetzt vielleicht ein Blutgeklau bekommt. Dann kann ich einmal attacken, dann ist das Ding schon fast down. Dann kann ich für den Arasaka rausgehen und den Shadow sneaken. Das Ding ist aber, wenn ich jetzt in Panam rausgehe und den Playbuff drücke, habe ich ein Problem. Heißt, ich glaube, ich werde jetzt einfach Problem ist, wenn ich den Heat durch eine Blutgeklau so verliere, habe ich auch ein Problem. Ich gehe in Panam. Ich risk es jetzt. Wenn ich jetzt halt, wenn ich jetzt einfach safe spiele, dass er Lando killt, habe ich halt Scheiß am Fuß, aber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt hier außen voll ist. Okay. Ich hätte einfach free in Heaton gehen können, ne? Ich hätte einfach free in Heaton gehen können. Aber juckt ihn halt nicht. Juckt ihn halt wirklich gar nicht. Heaton war gerade nicht komplett free und der ist getoxt. What the fuck? Da brauche ich jetzt einen Hit schon. Ich bin erfahren, aber wir müssen mit dem Lefty so, wenn es irgendwie geht. Ja, jetzt plötzlich! Ich verstehe es manchmal einfach für mich nicht, wie manche Leute spielen. Ne? Ich verstehe es einfach nicht. Warum? Warum ich jetzt die Abwehr-Tipp? Wenn ich um Darm gehe, plötzlich kommt der Knutter nochmal. Ich verstehe es einmal, wenn ich nicht. Ich hätte auch einfach wieder in Lando gehen können, weil ich dann mal den Meteor bekomme. Nein, natürlich geht er auf den Abwehr-Tipp. Natürlich. Was auch sonst. Ich werde aus manchen Leuten wirklich nicht schlau. Das ist. Da ist ja mein halbes Team tot. Perfekt. Und es ist durch ein Prediction, die falsch gelaufen ist. Durch eine einzige. Abwehr-Tipp, ja, da soll jetzt zumindest nicht so viel machen. Ist auch der Knuddler nicht killen, also kann ich jetzt auf den Bruder einmal jüttern. Dann kann ich den Shadow Steve wahrscheinlich killen. Er geht immer weiter low. Ich auf den jüttern. Er geht raus, okay. Aether kommt. Jetzt kriege ich mal den Dinger Damage, den Rocky Helmet Damage. Das ist viel. Brandon. Ich hätte wahrscheinlich Towers mitnehmen sollen, um das Matchup. Weil durch diese einen Bleach habe ich gerade so viel verloren hier. Ich attacken sollen, manche attacken sollen. Ich hab ne Hydro. Ich würde zum B-Switch rechnen. Warte. Ich burn den Mann jetzt.
Ist er wieder voll. Vielleicht möchte ich es nicht zu jucken, weil irgendwann kann ich die ähnliche Hitun wegdrücken, wenn Hitun nicht so überlebt, was er jetzt, wie er jetzt gerade steht. Weil er mich eigentlich zu jucken, ob der jetzt voll ist oder nicht. Ich bin eh schneller. Schnell auf eine Hydro. Er ist wahrscheinlich für mich ein Buch, ne? Wie kriege ich am besten meinen Monster wieder hoch? Ja, das Ding ist da. Sacker. Ja, natürlich Plateauschuhe, auch wenn ich weiß, wie ich jetzt einen Plateauschuh anhaben will. Ich glaube, ein Poltergeist. Das kommt rein. Glückwunsch. Was ist denn da rein? Natürlich miss ich. Was miss ich? Ein Schild, ja. Das ist keine OP für mich. Das ist sorry, wenn mein Kommentar auch nicht wirklich so wirklich enthusiastisch oder sowas. Aber ich muss ja echt überlegen, wie ich hier irgendwie durch diese Defensive durchkommen kann. Und vielleicht nebenbei auch meine Monster hochgehalten bekommen. Ist ja echt scheiße, dass ich jetzt gerade die Poltergeist gemisst hat von meinem Surfen. Das ist hier halt Renten immer weiter low. Ich will jetzt in Arasaka und werde deswegen wahrscheinlich jetzt einmal gleich Shadow sneaken. Ich möchte mal ein bisschen low bekommen. Mit Plateauschuhe, ja, ist ja klar. Okay, er heilt sich hoch. Ich gehe auf den Poltergeist. Aber vielleicht kriege ich diesmal sogar raus. Wenn jetzt sein Kram auch reinkommt. Er ist ja eben schon raus auf den Poltergeist. Ich gehe einmal jetzt in Johnny und hoffe, dass er wieder rausgeht. Es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass meine Fictions 0 aufgibt, diesmal geht's vielleicht auf. Glykon kommt, okay. Ja. Ich soll Lennon, ich soll nicht viel machen. Mit Roar kommt, jetzt muss ich nochmal Lefties bekommen. Den Lefties, sehr gut. Wir müssen langsam mit den Lefties wieder hochholen. Level 5 geht da raus, Level 5 geht da raus, Level 5 geht da raus. Ich hab ihn ja, dass er rausgeht. Level 5.
Erstmal ist es ja, ich glaube, sind jetzt mittlerweile Brand ist mir so unfassbar wichtig. Glaube ich. Ein Schild kommt wieder. Macht nothing. Hier ist auch ein mies Fisch, der jetzt hier gerade immunisiert, aber er wird wahrscheinlich wieder rausgehen, tippe ich mal. Er geht raus, ja, perfekt. Kayan kommt wieder, wie auch immer man diesen Namen aussprechen soll. So. Ich bin wieder ein Arasaka. Diesmal, ich bin letztes Mal rausgewechselt, um die Double zu finden. Vielleicht den ließ er sich rausgehen und bleibt drin. Vielleicht. Ich geh wieder raus. Also gelaufen, Glykon kommt wieder. Okay, er probiert seine Anamas ein bisschen rauszuhalten aus dem Game, glaube ich. Ich weiß nicht warum, aber. Interessant auf jeden Fall. Poltergeist kommt. Können wir wieder angegriffen, ja. Das nur. Ich mir vorstelle, dass er warte bis eins von den beiden Mons droppt, damit er dann sein Mimik mal reinholen kann. Und dann vielleicht durchgehen kann. Ich will einen Brandon. Macht mir halt nichts. Vielleicht kann ich ihn jetzt killen diesmal. Ein Schild, okay. Aber ich wäre eben auf den Wieswitch gegangen, vielleicht bleibt diesmal schon mal drin, ich gehe jetzt auf eine Hydro. Vielleicht kann ich den jetzt rausnehmen, das wäre auf jeden Fall schon mal deutlich angenehmer. Krabbelkracher, okay. Interessant. Ich glaube, ich kann ihn hören. Ich glaube ja, ne? Okay, seine Schlange ist down. Also eine von seinen beiden Schlangen. Ich glaube, ich durch den Burn. Nein, tue ich nicht, okay. Wie geht es man kriegt eigentlich nach Sarah noch hoch? Ich weiß es nicht. Ich sehe mal, welchen Move der macht. Außer der U-Train jetzt natürlich. Der hat einen dafür. Ich habe jetzt sicher nicht nach Tara gehen. So, Rotom ist auch down. Ach, ja, er hat jetzt viel Choice hier. Er kämpft da einfach schon 50 Minuten gegen Medusa. Okay. Jetzt einmal ein Panam und Tekte. Wenn er jetzt halt in seinem Mimik mal geht, habe ich verloren wahrscheinlich, wenn ich damit nach Tarawin stehe. Dann habe ich ja wahrscheinlich wirklich verloren. Aber wenn jetzt Tundem einfach unendlich scaldet, habe ich ja auch verloren. Das ist klar. Okay, wer hat dran? Sehr gut. Jeder
HP ist jetzt richtig. Wie viel HP ich bekomme, ist wichtig. Plan. Ich gehe jetzt in V und hole mir die G-Max raus. Einfach, damit ich das Feld bekomme. Einfach fürs Feld. Bitte was jetzt? Bitte kein Burn. Sind kein Burn. Oder? Ja, schon kein Burn. Okay. Jo. Wir gehen jetzt in die G-Max. Und müssen jetzt hier unser Pflanzenfeld rausholen. Die geht nicht raus anscheinend. Okay, wahrscheinlich wird jetzt in die Rollwände wiederkommen, weil... Jetzt macht es auch gut. Okay, so wie offensiv benutzt werden würde. Es hat wirklich nur Tank into Tank. Ich habe die Barbarian, kann also vielleicht jetzt den Kram erkennen. Ja. Kriegt aber gleich erstmal eine, erstmal eine Dynaflora ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich den Zeichner spielen soll für das Ding, ne? Wo ich es hingebaut habe. Hab noch über den Zeichner nachgedacht, aber, ja. Okay, jetzt bin ich in einer Stunde hier an diesem Kampf und der war effektiv zweimal uns geblockt. Das ist unfassbar. Jetzt einmal Sonne raus. Ja, Lichtschild kommt. Dann haben wir immer noch über die Hälfte. Innerbrand. Das sind ja jetzt gedroppt normalerweise. Sonne kommt. Und jetzt hier auch wieder Lichtblick, weil ich mich noch ein bisschen mehr selbst hochheilen kann. Macht die richtige Torte, das ist ja wichtig. Genesung, ja, passt. Geht klar für mich, ich will nur ein bisschen hier haben. Wieder Lichtblick. Aber es muss ja den selbst hier machen, ja. So. Torte ist wieder klein und wir gehen auf den Mystic feiern. Er geht raus, kommt Klammer. Ether, ja, ich will auf den Mystic feiern. Trotz, das soll jetzt auch in der Sonne trotz nicht schon guten Charme haben, das Ding droppt jetzt vielleicht sogar. Die Flamme und Kramer droppt einen Burn. Der droppt einen Burn. Das Minus, speziell ist es mir recht egal. Droppt einen Burn, oder? Oder hat er Lefties? Er droppt, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Kramer ist down. Das ist für den Team gut. Wahrscheinlich jetzt Lorak reinkommt, würde ich mal. Lorak kommt rein. Brauche ich? Geht schon noch. Eigentlich halt für das Ding auch, für das eigentlich halt für das Enigma, für das Pyrometrie. Brauche ich Arasakan noch, die Pio wäre vielleicht ganz praktisch. Brauche ich Pan noch.
werde ich den Arasaka hochholen. Aber mehr eigentlich auch nicht. Eigentlich soll ich das theoretisch mit Lando und Hokus dann holen können. Theoretisch. Darf ich Panam ab? Will ich Panam ab? Wie viel Zeit habe ich noch? Darf ich Panam ab? Will ich Panam ab? Ich glaube ja. Ich werde Panam ab. Flammenblitz, okay. Wasser ist weg. Ich weiß, er gechoiced ist. Ich gehe in mein Speedrun. Das Ding ist, ich kann ihn nicht killen, wenn er jetzt drin bleibt. Weil er mich entkillen wird mit dem Flammenblitz, weil ich einen Flammenkörper habe. Ich lasse auf eine Erdkräfte. Er geht raus, okay. Medusa kommt. Ich lasse eine Erdkräfte jetzt ab. Schaden. Crit. Lichtschild ist weg. Ah, deswegen, okay. Deswegen. Aber es wird deswegen. Für mich bin ich auch nicht gegangen. Special Drop, maybe. Wenn ihr dann kommt, okay. Zum Beispiel wie die Rollwände. Ich hätte halt eben rausgehen sollen. Werfe ich jetzt Heatwave maybe ab? Weil die vier okay, ich werde das Rollwenden. Ich bin Arasaka. Ja, Mirtik, Rollwinde, ja. Was macht er jetzt? Der Fall ist doch schon wieder. Was drückt er jetzt? Kommt jetzt Yuta, kommt jetzt ein Q, kommt Close Combat und kommt ein Flammenblitz. Kann jetzt alles kommen, theoretisch. Deshalb will ich theoretisch alles kommen. Flammenblitz für einen für die drei. Für ihn halt den Close Combat, den halt die beiden abfangen würden und der und das Ding halt auch. Aber ich bin vorhin schon in den gegangen. Vielleicht gehe ich jetzt also auf den Close Combat. Wie viel mache ich mit einem Shadow Sneak? Wahrscheinlich nicht genug, ne? Ich will ihn wahrscheinlich zuschocken, glaube ich mal. Ich lasse ihn mal 19%. Ich hoffe, warum bin ich auf Poltergeist? Warum bin ich auf Poltergeist? Verklickt. Ja, haben mich verklickt. Perfekt. Ja, ich glaube, es ist ein Loss. Hier ist ein V. Geht raus. Mitte kommt. Ich glaube, das Ding lebt noch, das, die Schneeflocke. Ich glaube, die lebt noch, ne? Manche Towers mitnehmen sollen. Wäre so gut gerade.
Ich hoffe, Magieflamme, falls die Schneeflocke reinkommt. Ich will die möglichst gut hitten können. Oder wenn der kommt, ja, macht wieder viel Schaden. Wenn jetzt der Vogel kommt, ich habe zeitlich war auch eine Überlegung, aber ich habe am Cellshock dabei. Wenn der Kirne kommt. Hätte ich einfach einen Psy-Shock dabei, ey. Hab ich den? Aber jetzt müssen wir mal schauen, ob ich die Chinesen am Psy-Shock hab. Ich hab wirklich die Chinesen mitgenommen. Try safe. Wir nehmen den Smash auch nicht mehr hoch. Aber ich hatte schon die Ahnung, dass jetzt gleich ein Terror endet, ne? Ich glaube, jetzt ist es eh durch. Ich habe nicht Schuss draußen. Ich habe nicht einen Psy-Shop mitnehmen sollen. Ich hätte nicht diesen verkackten Psy-Shop mitnehmen sollen. Ich gehe in Heatran. Mache den Double direkt wieder zurück in V. Nesun kommt, ja. Also entweder endet es ja im Timeout. Was heißt, wir müssen so schnell klicken müssen jetzt jedes Mal. Zumindest ich habe noch mehr Zeit als er. Das ist das Positive. Ich muss hier, so wie es aussieht, wirklich auf den Timeout gehen. Es tut mir leid, aber bei so einem Game hier ist eigentlich relativ safe, dass man auf den Timeout gehen muss. Also zumindest ist mein Gefühl gerade, dass ich das so nur noch so gewinnen kann. Es kann ja, dass es noch einen anderen Weg gibt, den ich gerade einfach nicht sehe. Oder dass es einen Weg gibt, den ich mir nicht mehr wirklich sinnvoll verbaut habe. Vielleicht kritte ich jetzt mal. Das wäre gut. Das hilft nämlich ein bisschen Spaß. Ich mache halt nichts durch dieses verdammte Lichtschild. Ja, ich glaube, es hat Shiny gewonnen. Mach nicht genug Schaden. Mal wieder Wasser. Ich brauche einen Recover. Ich bräuchte einen Recover. Oder einen Psycho-Shock. Der Crit tatsächlich, sehr gut. Kommt er doch noch. Der Payback für mein Game gegen den Arno. Also, jetzt haben wir schon die Genesung gleich. Ah, die Schild ist weg. Ich hab die Magieflamme. Ich drin. Ach man. Das ist aber auch wirklich krass, wie keine meiner Pigeons jemals hit in diesem Game. Nicht eine einzige. Ich gehe jetzt auf den Gigasauger, vielleicht bleibt das Nummer drin. Als ob ich mir den Spezialangriff. Ach man. Er bleibt drin, ich soll doch ein Leben. Ja, Gigasauger, der Lichtschild ist weg. Mal wieder ein Gigasauger. Zu Wasser. Wie überlebt. Der Gigasauger. Na, er kriegt einen Schaden.
muss nur richtig abschätzen, wann er rausgeht. Er ist ja schneller als ich. Heißt ja manchmal jedes Mal meiner zusätzlich Schaden, wenn er rausgeht. Ich werde wieder recovern. Weil ich auch immer weiter low gehe gerade. Ich hab die L auf die Nähe bei mir. Man hat richtig guten Schaden. Auch schon wieder ein Crit-Low. Nicht mal bemerkt gerade. Blöd. Ich hab einen Crit-Massaker. Na, Gigasauger. Warum ist eigentlich immer die Brücke Water halt hingegen, wenn mein Gigasauger leer geht? Ich will, der ist ja im Hinterkopf frei, dass der Fake irgendwann rausgeht. Das ist halt das Ding. Ich muss mir überhelfen, der Burn gefällt mir auch absolut nicht. Der macht mir gerade jetzt immer wieder noch so viel Schaden, wie ich wieder wegheilen muss. Hätte ich ja einen Recover dabei, das wäre so schön. Geht der jetzt raus? Weil er hochkommt und nicht mehr Lifepoint-mäßig. Ich weiß nicht, was rausgehen wird. Voll dann mehr. Ich bin jetzt mal auf Figometri gekommen, was natürlich auch nice ist. Von Figometri. Hier ohne, ja. Ich hab ich Stop jetzt, ne? Ah ne, okay. Ich glaube, das sind wir deutlich lower. So, ich gehe in den Smasher. Ich komme wieder. Ich kann ohne Feld auf Spezifstop gehen, falls er rausgeht. Er geht raus. Medusa kommt. Spezifstop vielleicht. Ich mache einen Gedanken. Wenn ich jetzt V abwerfe. Ich jetzt wieder ein V. Ich kann sehen, dass V jetzt gleich droppt, aber hier haben wir einfach einen Land und drückt ein EQ. Ich will nur etwas unter Half-Range springen. Und jetzt kriege ich ja wahrscheinlich gar nicht hin. Weil ich keinen Psychoschock habe. Und auch meine Teammates vergessen. Mann, diese. Pack mir nicht mal Pipsis vorhin. Ja, das Ding ist low. Ist da. Das Ding ist lost. Das Ding ist immer verloren. Durch zwei dumme Pipsis im Midgame. Zwei dumme Pipsis im Midgame haben mir das nochmal die Game gekostet. So eine Scheiße. Wobei ich wahrscheinlich Champions League machen können, indem ich gegen das nicht gegen das nicht mal in der Situation auf dem Tick, der ich weiß nicht, ob er ganz lief ist oder was, dann hätte ich wahrscheinlich verloren gehabt in der Situation. Von dem her. Zwei verdammte Breaches kosten mir das ganze Game. Zwei Pilchens. Und ja, das kann ich mich jetzt nicht an sowas aufhängen, aber es waren wirklich diese zwei Pilchens, wenn ich jetzt nicht irgendwas übersehen habe. Es waren diese zwei Pilchens und dadurch sind mir Titel und Ambient down gegangen. Und ich musste in dieser Situation so switchen. Ich habe es ja auch erklärt gehabt, warum ich so reagiert habe. Ah, ja, okay, ich spiele jetzt in diesem Nummer Liga 2. 4-0 für Shiny.
GG. Oh. Sieh mir echt auf den Sack. Ich fand Pep jetzt auch nicht schlecht gerade. Einziger Unterschied hätte vielleicht sein müssen, dass ich statt einmal mal noch Tauros mitnehmen. Weil der eben Mimikma und Figomet hier hätte hinten können, auch schneller gewesen wäre als beide. Da hätte ich eben mit einem, auf vielleicht einem Workup Tauros wäre sicher eine gute Idee gewesen im Matchup. Workup Tauros mit Sub. Dann irgendwie Body Slam, Thunderbolt oder sowas. Wäre sicher eine sehr gute Entscheidung sein können. Ja, GG an Shiny. Im Endeffekt waren es zwei dumme Pictions von mir. Auch wenn ich, wie gesagt, sagen würde, dass ich in dieser Situation nicht anders predicten kann. Also, ich kann natürlich anders predicten, aber es waren keine dummen Predictions in dem Sinne. Es waren zwei Misspicks. Ist egal, das Video ist 1:12 lang. Das. Ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß, ne? Den Anfang werdet ihr dann wahrscheinlich wieder eben nachmoderiert sehen. Der nächste Ulti Season in Liga 2. Und dann steigen wir diesmal wirklich auf. Peace out für diese Season. Vielleicht haben wir noch eine Feedback-Runde oder sowas. Mal schauen. Ja. Ich mach mich ab. Tschüss, Leute.